Einmal haben Martha Mödl, Astrid Warnay und Birgit Nilsson zusammen auf einer Bühne gestanden. 1954 in Bayreuth, im dritten Aufzug der Walküre. Danach waren sie die Brünnhilden und Isolden auf allen großen Opernbühnen der Welt. Ich habe sie oft erlebt und auch beruflich mit ihnen zusammengearbeitet. In München kam es für diesen Film zu einem Wiedersehen der drei Primadonnen. Für ihr Gespräch voller Erinnerungen durfte ich der Gastgeber sein und die Stichworte geben. Frau Mödl, Ihr Weg, Ihr Anfang zur Kunst war ein, glaube ich, sehr besonders eigener, ein sehr unverwechselbarer. Ich wollte singen. Ich habe eine ziemlich große Naturstimme mitbekommen, die ich bei allen Gelegenheiten, ob in der Badewanne oder bei der Arbeit, in allen Fächern habe ich diese Stimme pflegen wollen. Es blieb beim Wollen, bis der Krieg kam. Der kam nun auch und hat die letzten Möglichkeiten weggenommen, Konservatorium, Musikschulen und so weiter. Ich ging ins Konservatorium, 3 Monate, dann war auch das Konservatorium kaputt. Also es war überhaupt keine Vorbildung. Ich wusste nicht, was ein Orchester macht, ich wusste nicht, wie man singen sollte. Ich konnte nur singen, und zwar von der Natur weg, ganz einfach. Und dann bekam ich von einer Kollegin eine Nachricht, sie ist in Remscheid, da wird eine Mezzosopranistin gesucht, ich soll mich bewerben. Ich bin unter fürchterlichen Kriegsumständen nach Remscheid gefahren, von Nürnberg nach Remscheid, habe dort vorgesungen, bin genommen worden und die Karriere begann. Mit welcher Rolle? Was war Ihre erste Rolle? Mit dem Hänsel in Hänsel und Gretel. Nach dem Krieg musste es ja weitergehen. Wie ging es von Remscheid weiter? Na, ich wollte nach Düsseldorf. Ich hatte für Düsseldorf einen Vertrag. Als erster dramatischer Mezzo? Ja, als erstes kam dort Carmen. Und ich habe dort vieles gesungen. Macbeth und Eboli und Wozzeck-Marie und alles Mögliche. Na gut, dann von da aus bin ich nach Hamburg gekommen und von Hamburg nach Bayreuth. Das waren dann 4 Jahre, bis ich nach Bayreuth kam. Diese Jahre habe ich benutzt, um alles Mögliche zu lernen. Damals gab es meine Kollegin Warnay schon, da habe ich mir so Schallplatten verschafft, die habe ich abgehört. Da habe ich nachmachen wollen und habe dann bald festgestellt, dass jeder Mensch eine andere Stimme hat und dass man das einfach nicht kann. Nicht wahr? Aber ich habe so viel von anderen gelernt oder lernen wollen. Dann kam plötzlich Wieland Wagner nach Hamburg. Und sagte ich, er sucht eine Kundri, er will mich singen hören. An diesem Tag war ich Stockheiser. Ich habe dann so ein, Zitronenlimonade getrunken. Die hat mir die letzte Stimme gar weggenommen. Es war vorbei. Und dann habe ich, aber aus irgendeinem Grund hat er schon gehört, was da war. Und ich wurde einfach engagiert. Ich kam in den Himmel meiner damaligen Zeit. Es war für mich fast unbegreiflich, dass ich in Bayreuth engagiert wurde. In Bayreuth wurden die Wagner-Festspiele in altem Glanze eröffnet.
Ein internationales Publikum bildete den festlichen Rahmen zu diesem einmaligen künstlerischen Ereignis. Tausende säumten die Straßen der fränkischen Markgrafenstadt, als Wolfgang Wagner seine prominenten Gäste begrüßte. Die Isolde Martha Mödl und Wieland Wagner, die Brunhilde Astrid Varney. In der Eule trafen sich die Künstler nach der Premiere. Das war ein schönes Paar, Wieland und Mödl, nicht? Unbedingt. Es ist wie gestern, nicht wahr? Da warst du noch nicht dabei. Da war ich nicht geboren. Ihr seid ja später gekommen. Ich war die Erste, mit der er gearbeitet hat. Okay? Wieland Wagner. Ja, 51. Und da war er natürlich auch kein Anfänger, weil er ja vorher schon... aber in Bayreuth war er der Anfänger, so wollen wir mal sagen. Also wir haben einfach zusammengearbeitet. Und nur der Umstand, dass er fast genauso gedacht hat, wie ich unbewusst, maße mich nicht an, irgendetwas damals, vom Regie was zu wissen, sondern ich habe halt unbewusst, zufällig das gebracht, was er wollte. Ich habe alles von ihm abgenommen, einfach wie er gesagt hat, wie er gesprochen hat, weil ich es auch so tun wollte. Und aus dieser Zusammenarbeit damals im Parsifal, da ist er wie ich zu Erkenntnissen gekommen, die vorher nicht da waren. Busch-Tempo. Sehr langsam, aber nicht schleppen, hat er immer gesagt. Sehr langsam, aber nicht schleppen. Du konntest nicht mehr schleppen, da war es so langsam. Ich war 25 Meter von ihm weg, bei Parsifal, bei dieser Herzeleide-Erzählung. Ich habe gar nichts von ihm gesehen, weil er gesessen war. Überhaupt nicht. Und dann auf einmal stand er auf. Und da habe ich ihn dann gesehen und da war er... Ich möchte... Wie ein Gott hat er das fast gemacht. Mal den einen Arm, dann den anderen. Und da kam aus dem Orchester was. Er zelebrierte, aber er hat euch nicht zugedeckt. Das ist herrlich. Nur diese Figur, wenn er aufgestanden ist. Die ganze Persönlichkeit. Für mich war es immer ganz toll, wenn er aufgestanden ist. Und das Orchester hat mitgemacht in seiner ganzen Größe. Und die Crescendos. Die Crescendos, die da rausgekommen sind, die waren ganz toll. Der fing an, sitzend. Und dann hat er die Arme ausgebreitet wie wahnsinnig. Dann dachte man, aha, jetzt ist es zu Ende. Und dann ist er aufgestanden. Und wehe, wenn man keine Atmung gehabt hat. Ich habe bei Parsifal in manchem Satz dreimal geatmet. Hat ihm nicht gestört. Es hat ihm nicht gestört. Aber wenn er probte, was sehr selten war, da hat er diese Breite überhaupt nicht gehabt. Und nur in der Vorstellung. Und da war man natürlich sehr oft überrascht. Vor allem, wenn man... Anfängerin war. Mit dem Gabelsbusch habe ich die Generalprobe gemacht mit dem Ring in Neapel. Und dann habe ich eine Schallplatte von dir gehabt. Da habe ich danach gelernt, immer gelernt, keine Probe, Gabelsbusch. Ich immer nur deine Schallplatte. Da kam er an der Generalprobe. Dort gibt es wahnsinnig viele Katzen in diesem Theater. Und die hinterlassen überall was, nicht wahr? Da nimmt er mich bei der Hand, führt mich zu einer Lache hin und sagt,
Hier wurde die Brünnhilde abgehalten. Das war alles, was ich gehört habe vor dem ganzen Ring. Das darf nicht wahr sein. Einmal in München sollte ich Salome mit ihm singen. Er hat es nicht Salome geliebt, wirklich. Und wir waren in schlechter Laune. Und Johanan war, ich erinnere mich nicht mehr, es war nicht Metternich, es war eine andere als Gast. Und er war sehr unsicher. Und er machte einen Fehler nacheinander. Und dann hat er ihn laut angebrüllt. Und ich dachte, Gottes Willen, wenn es mir passieren wird, dann sterbe ich, dachte ich. Ich habe den Gedanken nicht fertig gedacht. Da bin ich zu früh angekommen, eingesetzt. Also, du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen. Ein Viertel zu früh. Da ist er wieder aufgestanden und hat ein Schimpfwort, der mit A anfängt und Loch endet. Und da haben meine Tränen so Tränen gespritzt. Ich habe geweint. Die ganze Schlussszene, die ungefähr 18 Minuten dauert, habe ich den ganze Szene nur geweint und gesungen. Er, der Knappersbusch, hat nicht einmal aufgeschaut. Nicht einmal, sondern er hat nur so. Es sollte mich wenigstens helfen, nicht wahr? Dieses Anbrüllen vergesse ich nie in meinem ganzen Leben. Sowas macht kein Kleindirigenten heute. Die trauen sich einfach nicht. Da würden also die Leute weggehen, glaube ich. Aber das, früher hat man sowas machen können, nicht wahr? Mit einem Dirigenten kann man leben und sterben. Oh ja, man kann es. Das ist so wirklich. Also wenn man einen Sänger-Dirigent bekommt, dann ist es Jimmy Levine, dann wunderbar. Jemand, der atmet mit dem Sänger. Atmet und da ist und genießt das und inspiriert. Das hat ein schönes, das ist fantastisch. Und nicht nur so mit dem Kopf in den Noten. Man soll Noten im Kopf haben, genau wie Metropolis. Er konnte jeder Ziffer. Der Metropolis hat einen großen Einfluss gehabt auf mich. Er wollte Elektra haben. Und ich war sehr jung und habe gesagt, na, mit 30, 33 Jahren, die Elektra zu singen, ist ein bisschen früh. Aber er wollte es gerne haben. Er hat gesagt, wir machen es konzertant. Und er dirigierte, ich stand neben ihm, ich habe das Gefühl gehabt, ich war auf Lüften getragen. Das war das Schöne. Und in einer Stimme, die noch jung war für diese Rolle. Er hat gedämpft, er hat das Orchester runtergehalten, wo es nötig war, aber dann auch Impetus gegeben, sodass ein bisschen Ruhe inzwischen war und dann mit Kraft. Das war eine Begegnung, die großartig war. Und dann später habe ich mit sehr vielen guten Männern gearbeitet. Ich habe nie mit einer Frau Dirigentin gearbeitet. Ich weiß nicht, ob jemand anderer... Ich auch nicht. Entschuldige, dass ich da nein geplärt habe. Aber ich stehe da oben, da unten ist der Dirigent, eine Frau. Und ich fühle mich verlassen, nicht mehr gehalten, nicht mehr verteidigt sozusagen gegen alles. Ich kann nicht dafür. Ich bin nervös, wenn ein Dirigent auswendig dirigiert in der Oper. Weil im Konzert ist es okay, das Orchester haben die Noten, die haben die Musik. Aber man kann so ein Blackout bekommen, also plötzlich. Ich bekam einmal mit Karajan so ein Blackout und er hatte keine Ahnung, wo er war. Und der Souffleur war so sicher, dass ich konnte meine Rolle, Isolde war es. Und er war nicht dabei. Er drehte sich um und versuchte Karajan zu sehen durch dieses Loch und sehen, was er machte. Und Karajan wusste nicht so genau, wo er war, sondern er hat so gemacht, wie ich das nicht gehört. Er hat sich mit dem erste Konzertmeister sind sehr beschäftigt, bis ich nach einer Seite mich wieder empfangen habe. Es war furchtbar. Das kann passieren. Einmal in Bayreuth, auch in Tristan war es, Premiere. Das war mit Zavallis, 57, 58 und er ist dann so sicher Dirigent. Und das war zwischen Wingersen, das Duett, liebes Duett, am Ende, zwischen Wingersen und ich. Und Wingersen war ja immer sehr sicher und ich habe immer seine Worte genommen und dann ewig da ein Mein und da ein Isolde, Tristan, Isolde und so weiter. Und plötzlich war er weg, wurde er weg und ich wusste nicht mehr, wo ich ein...
wo ich war. Ich habe mich so an Wolfi mich verlassen. Und da fange ich an Savalis zu schauen. Ich dachte, jetzt bald kommt ein hohes B oder H, ewig B oder H, kann ich es genau sagen. Und plötzlich machte Savalis so. Da war er wieder. Er konnte alles retten, nicht wahr? Weil wir hatten die Noten, er hatte die Noten. Aber wenn jemand auswendig dirigiert, dann geht es nicht. Furchtbar. Knappensbusch wurde gefragt, warum er nicht die Partituren auch auswendig sagte. Ich kann Noten lesen. Also ich meine, es ist immer so schlagfertig. Der war der schlagfertigste, den ich kannte. Aber es hat was zu sagen, wer da unten ist. Das ist wie ein Vater, der einen hilft. Ja. Und wir haben zu denken, wir haben keine Partitur vor uns, wir haben keinen Klavierauszug. Wir müssen alles auswendig, wir müssen unsere Stimme führen, wir müssen unsere Gefühle führen, wir müssen bewegen. Ja. Da kann etwas passieren. Und wenn jemand unten ist, wo man Vertrauen hat, dann hat man das Gefühl, es kann nichts passieren. Und dann entspannt man und man vergisst nicht den anderen. Das ist es für meinen Begriff. Die Ausstrahlung will viel heißen. Und dann auch, wenn jemand eine Phrase nimmt, die man auskosten möchte, und unten steht einer, der es kapiert und lässt einen es auskosten und dann wieder reinführen. Ne? Und es spürt, wenn man gut bei Stimme ist und halt, oh, das ist herrlich und noch dazu inspirierend. Was ich bei Furtwängler empfunden habe, das war was ganz, ganz, ganz Seltsames. Ich war leider Gottes, manchmal denke ich war undankbar, denn ich habe mit ihm Parsifal und einmal in der Skala gemacht, vor Bayreuth, ja, vor Bayreuth. Und ich habe es ganz selbstverständlich gehalten, gell? Ich habe gedacht, na ja, du musst halt singen und wirst schon mit ihm zurechtkommen und so. Und erst viel später, Jahre später, ist mir das aufgegangen, wie ich das nebensächlich behandelt habe. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist so. Und er war mein größter musikalischer Eindruck, den ich je in meinem Leben gehabt habe. Der größte Musiker meiner ganzen Karriere. Kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, ohne dass die anderen beleidigt sind. Denn das war einfach, wie man sagen kann, ein Mentor, der bis ins tiefste Herz ging. Warum? Ich könnte heute nicht sagen, was Furtwängler eigentlich war. Der Furtwängler ist der Furtwängler und keiner ist ihm gleich. Aber nicht, dass man deswegen sagt, der andere ist weniger wert, sondern es gibt einfach keinen zweiten Furtwängler mehr. Den gibt es nicht mehr. Ich habe einfach den Eindruck gehabt, von da unten rauf kommt ein Halt für dich jetzt. Und komisch, so wie ich es geklungen habe, so wollte ich es auch machen. Mhm. Ich wollte es auch so machen. Sie waren ein idealisches Paar zusammen. Ja, Sie haben mit beide so viel Herz und so viel Wärme. Es ist nichts anderes. Das ist wunderbar, ein wunderbares Gefühl, wenn das so gibt. Ja. Ich habe nie leider nie Tristan mit Karl Böhm fand ich ganz wunderbar. Fand es wirklich wunderbar. Es war wie eine Liebeserklärung. Das war so viel Herz und so viel Wärme und er war so mit dieser Oper so verbunden. Und auch zu dieser Zeit war seine Frau sehr krank. Und manchmal hat er dirigiert und die Tränen sind runtergelaufen. Und diese Abende mit Böhm in Bayreuth, wunderbar. Irgendwie hat er wohl das selber gesungen. Er hat mitgesungen. Ja. Gott sei Dank nicht so laut wie Toscanini. Böhm war der Einzige, vor dem ich Angst gehabt habe. Man durfte ihn nicht aus dem Auge halten. Nein, das weiß ich. Ich habe nur Angst gehabt, weil er so gotterbärmlich österreichisch verletzlich sein konnte. Und das hat mich... Er meinte es gut. Er wollte gar nichts Böses. Er hat nur diese verletzliche Art gehabt. Und da bin ich zu Tode erschrocken. Er konnte sehr gemein sein. Es wurde...
keine schöne Stimmung auf der Bühne. Manchmal dachte ich, ich glaube, ich gehe weg, weil ich, das war sehr irritierend, ich das anzuhören. Ich kann aber eines sagen, in der Hinsicht, da hättest du, Martha, gar keine Angst haben müssen. Weil er hat meistens einen Sündenbock ausgesucht von den kleinen Rollen. Ja, ja. Weil er selber nervös war und er musste das loslassen. Ja. Und da war ein oder zwei Möglichkeiten, wie man ihn da zurechtkriegen konnte. Ich erinnere mich, da war ein ganz lieber Mensch, der in Meistersinger den David gesungen hat. Wohlfahrt hieß er. Und der Wohlfahrt kam. Oh, ja. Einmal wurde der Wohlfahrt angebrüllt und er sagte, sie kommen nicht richtig zurecht dahinter. Also was hängen Sie da oben immer mit der Regie? Immer der Regie? Also Sie müssen es mir auch anschauen. Da habe ich mir gedacht, oh Gottes Willen. Ich war dann im Reichsadler Hotel und kommt der Wohlfahrt an und sagt, Astrid, ich werde wieder Friseur. Ich gebe auf, ich werde Friseur. Ich habe gesagt, du wirst nicht Friseur. Da ist nur eins, was du tun kannst. Und was wäre das? Sag ich, ja, probier es. Ich kenne einen Fall, wo man dann vorgegangen ist, Herr Professor, wie möchten Sie es? Und dann hat er jemand anderen gesucht, hat ihm sozusagen dann. Ich erinnere mich, die Malanjuk, nicht in Bayreuth, die ist wirklich in Tränen zerflossen als Brangene mal. Aber so hat er diese Art an sich gehabt. Es war eine Sache, um seine Nerven loszuwerden. Aber die Leute, die das nicht wussten, die waren sehr verletzt. Wenn jemand im Orchester einen Fehler gemacht hatte, hat er dieser Kerl so unmöglich gemacht, in der Vorstellung, dass ich nicht mehr spielen konnte. Karajan zum Beispiel, wenn jemand einen Fehler machte, hat er sich so benommen, wie er das nicht gemerkt hatte, bis der sich beruhigt hat. Und dann, der war ja in 5 Sekunden wieder beruhigt, weil ich dachte, ach, er hat es nicht gemerkt. Aber das konnte Böhm nicht. Ja, er konnte sich nicht beherrschen. Sie haben ihn doch geliebt, gell? Ja, doch. Weil er war intensiv. Auch wenn wir auch Angst gehabt haben und alles Mögliche. Aber Martha, er war ein intensiver und sehr, sagen wir, versierter Mann, das gibt's nichts. Ne? Kleine Bewegung, aber kleine Bewegung. Das ist für jemanden, der Schwierigkeiten hat, sehr gefährlich. Weil mit den kleinen Bewegungen musste man ihm anschauen. Wehe, du hast den Böhm nicht angeschaut, dann hat er das Tempo gewechselt, damit du ihn schauen schaust. Das war das Schwierige dabei. Ja. Aber folgen wollte er auch nicht. Er wollte, dass man der Leitung nahm, also dass er, und da folgte er wunderbar und hat Stimmen geliebt. Oh ja. Er sang immer mit so und er folgte wunderbar in Bayreuth, weil es in Bayreuth ist eine schwere Stelle zu dirigieren, also das, weil man hört den Sänger nicht, ein Dirigent hört den Sänger nicht sehr gut und manche von den Dirigenten sind völlig verloren. Ich habe eine Schwierigkeit gehabt, das fing gleich an in Bayreuth, wo wir Tristan hatten, mit Karajan am Pult. Und wir waren ziemlich weit weg, der Tristan und ich, vom Dirigierpult. Und besonders in der Zeit hatte Herr Karajan die schwärmerische Art von Dirigieren gehabt. Das heißt, in so äolische Sphären, er schloss seine Augen manchmal, man wusste nicht, wo 1 und 3 war. Wenn er nicht weiter wusste, hat er gedreht. Oder gedreht, aber manchmal haben wir gedacht, das ist seine Art von Ausdruck. Aber ich habe gelitten darunter und mir war es eine Sache der Nerven. Zwei Künstler, dessen Namen ich nicht nennen werde, haben gesagt, den Wieland Wagner, wir können nicht so mit Herrn Karajan, wenn er uns nicht klare Schlag gibt, geht es nicht. Und ich war da und war in Amerika und habe mit meinem Mann konferiert und ich habe geschrieben, ich verehre den Herrn Karajan, aber unter den Umständen, ich sage nicht, dass ich nicht singen würde, wenn er dirigiert, sondern ich würde lieber nicht mit ihm am Pult singen für diese Isolde. Dann hat man meinen Brief den Karajan unter die Nase geschoben. Und da hat der Karajan mich auf Eis gelegt für 10 Jahre. Ja, deswegen bin ich nach Wien gekommen und habe eine Brünnhilde bekommen. Möglich ist alles. Ja, das kann ich dir sagen, ich weiß es. Ich weiß es. 57 habe ich den. Ich war so erstaunt, weil alle dachten, dass du das singen wirst. Plötzlich wollte er mich haben. Und das war wegen dieser Sache. Also er vergisst nie eine Sache, die ihm, also gegen ihn gemacht wird. Ja. Er hat ein Elefant gedacht. Ich kriegte 10 Jahre später oder so ungefähr einen Anruf, dass der Karajan wollte gerne, dass ich in Salzburg die Elektra singen würde, aber ich dürfte nicht von früher etwas sagen. Das war die Bedingung. Ich habe gesagt, wer will die Vergangenheit
wühlen. Und so kam ich nach Salzburg für die paar Elektra-Vorstellungen. Man kann einfach sein. Ja. Und jetzt kommt das Schönste. Ach so. Ich öffne keine Telegramme oder Briefe Tag vor einer Aufführung oder sogar Tag vor einer Generalprobe. Ich will meine Ruhe, ob es gute Nachricht ist oder schlechte Nachricht, ich will meine Ruhe haben. Das habe ich mein Leben lang durchgeführt. Und da stand auf meinem Schminktisch zur Generalprobe ein wunderschönes Bouquet von roten Rosen und ein Kuvert. Und ich habe den Kuvert weggelegt zur Seite, habe gesagt, die Rosen lasse ich abholen, es ist zu viel zu tragen. Und die Garderobier sagt, das können Sie lesen, Frau Warnay. Nein, 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 das können Sie lesen. Das war der Vertrag für die folgende Saison, für die Elektra, die Wiederholung. Es lief 2 Jahre hintereinander, mit der Freude, dass ich dabei bin. Vor der Generalprobe. Sehr nett. Das fand ich sehr, sehr nett. Und da habe ich dann alles, dachte ich, bitte, das ist Stil. Und von dort an konnten wir miteinander. Mit ihm zu musizieren war es ja herrlich, aber mit ihm also Theater zu machen, das war ja nicht so herrlich. Wir waren ja auch Beleuchtungsmeister. Wir müssten ja immer die Lichter anpassen. Wir sind so herumgegangen wie blinde Predikanten, mit dem Kopf so in der Höhe, um etwas Licht zu bekommen. Und nur, wenn man nur auf das Licht passte, dann ging alles gut. Alle waren ja so hochachtungsvoll für Karajan. Und ich konnte nicht finden, dass man mehr hochachtungsvoll für Karajan sein sollte als für jemand anders. Und ich habe manchmal meine Meinung gesagt und so. Und einmal sagte er zum Beispiel, ja, Frau Nielsen, noch einmal, und dieses Mal mit Herz. Das Herz ist da, wo Sie Ihren Geldbeutel haben. Ach so, von Karajan, da haben wir etwas wenigstens gemeinsam, sagte sie. Oh. Und das, eigentlich fand ich das, er fand das sehr lustig, glaube ich. Aber es waren so viele solche Dinge. Wir waren immer zur Probe geholt, jeden Tag für den Ring um 10 oder 10:30. Wir warteten eine halbe Stunde, wir warteten 3/4 Stunde, wir warteten noch weiter. Und so ging es. Und dann plötzlich kam der Sekretärin und sagte, ach, Herr von Karajan hat überhaupt keine Zeit heute. Und er bittet Sie zurück, heute Abend zu kommen. Und so ging es jeden Tag. Und abends kam er auch so 3/4 Stunde oder eine halbe Stunde zu spät. Ich habe das Gefühl, er wollte nur seine Macht ausüben. Er hatte zum Beispiel in Götterdämmerung 82 Beleuchtungsproben und eine Orchesterprobe. Das finde ich, die Balance stimmt eigentlich nicht. Aber herrlich mit ihm zu musizieren, wenn er da war. Aber er hatte so viel zu tun mit seinen Telefonen, mit seiner Lichtbeleuchtung und alles, dass ich fand, er war nicht dabei hundertprozentig, vielleicht 50% und kaum das. Und das genügt eben nicht. Er war auch ein Mensch. Er konnte nicht an alles denken, genau wie andere Leute. Aber das konnte er nicht akzeptieren. Er wollte alles beherrschen. Schade. Man ist ein großer Künstler, aber ein kleiner Mensch. Was kann man tun? Ich habe ihn kennengelernt. Da war, Moment, 51, 52 Fidelio an der Mailänder Skala. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass er da das genaue Gegenteil von dem war, was Sie jetzt erzählt haben, das sind ja viele Gratuliere. Jahre dazwischen. Gratuliere. Doch, er war, Sie dürfen mir glauben, er war ja, so ein netter, liebenswerter Mensch. Er hat an jeden geholfen, der Windgassen hat er mal, war er mal heißer. Und dann hat er gesagt, machen Sie nur, wenn der hohe Ton ist, drehen Sie sich rum und ich mache unten Krach. Das hat er alles gemacht. Sonst hätte er sein Abendgeld verloren, wenn Windgassen nicht singen konnte. Ja, ja. Deswegen hat er das akzeptiert. Er war ein Kumpel, ein richtig, das glauben Sie mir jetzt gar nicht, aber das ist wirklich wahr. Er war ein richtiger Kumpel. Er ist mit uns zum Mittagessen gegangen in Mailand. Dann hat er Proben gemacht mit uns, unheimliche Proben, hat aus dem Klavier, nicht der Klavier aus der Partitur Tristan gespielt, gell? Direkt abgespielt. Mhm. Er war 4 Jahre lang ein ganz normaler, wir sagen in Deutschland,
Ein Kumpel. Ich weiß genau, wie er war in ihrer Zeit. Ich weiß genau, Sie haben vollkommen recht. Aber er war früher nicht so. Und er hat auch, wenn er Regie geführt hat, von Lampen, das hat er jemanden anders machen lassen, gell? Und die, vor allen Dingen, er hat nach der Musikregie geführt und das war das Schöne an ihm, für uns das Schöne an ihm, weil alles mit Musik, jede Bewegung hat mit Musik, das war dem Wieland natürlich wieder zu viel. Was der Wieland Wagner je gemacht hat, diesen Schluss, dass die da die nicht nunter geht, wie die wie bei meisten anderen, sondern dass sie die Arme hochnimmt und dann langsam von unten raus verschwindet. Und ja, das ist eine solche Verklärung und nicht Liebestod. Sie stirbt ja gerade nach der Klage, nicht wahr? Und das aber meistens sterben sie wirklich und gehen in die Tiefe. Ja. Das ist der Unterschied. Dieses Vergehen im Nichts. Ich habe bei Wieland Wagner Sachen gesehen. Er hat furchtbar was vorgemacht. Eckig und krumm. Und so konnte man gar nicht nachmachen. Aber er hat mir etwas vorgemacht, was ich schon längst geahnt habe. Wie bei Furtwängler, ganz genau. Das ist dasselbe gewesen. Er stand manchmal mit geballten Händen so irgendwie in dieser Art. Das war seine Hauptbewegung in der Zeit, weil er sich mit seinem eigenen Körper noch nicht getroffen hat. Ja. Aber was sein Gesicht und seine Worte gaben, er hat die Rolle gesprochen oder sogar angedeutet mit Musik. Man konnte hinter seinem Gesicht lesen, was er Ausdruck haben wollte. Er hat natürlich gewisse Bewegungen, sagt bitte jetzt nicht herum, ich sage ein falsches Wort, er hat nie das Wort Fuchteln benutzt, aber er meinte, dass man nicht Bewegungen benutzt hat, die nichts bedeutet hatte. Wenn, dann sagt er, ja, das ist zu viel oder das ist zu wenig. Er hat aber den Kern der Rolle oder der Kern des ganzen Stück uns so erklären können. Er hat herausgepult von uns, jeder auf seine Weise, seine Qualitäten. Er hat einmal gesagt, die Mödel, die ist alles Herz, alles Gefühl. Und sie sind viel mehr intellektuell bei mir. Ich wurde darauf dressiert zu Hause, dass ich nicht die Kontrolle verliere. Aber die Martha hat manchmal los, ich dachte, ob sie es durchhält, weil es ging mit ihr durch. Aber dieses Feuer war für Martha das Richtige. Hätte ich es gemacht, wäre es nur Kopie. Ja. Wir waren drei verschiedene Isolde und waren also völlig, also hat eine andere Personeninstruktion für jeder gemacht. Ja. Er hat gesehen, was ich brauchte und was ich nicht machen konnte. Und so, dass man fühlte sich wirklich, ich bin eine große Schauspielerin, weil er hat mich erhielt. Also das ist wie ein maßgeschnittenes Kostüm, was mit Wieland oder ein Konfektionskostüm, wie mit einem anderen Regisseur zu arbeiten. Er hat die Rolle für mich wunderbar erklärt und er war natürlich etwas skeptisch, wenn ich mit Wieland anfangen sollte, weil ich hatte schon die Rolle beinahe 100 Mal gesungen und er dachte wohl, mit ihr komme ich nirgendwo. Und da sagte ich, Herr Wagner,
Ich sollte so und so viel mal gesungen, aber ja, ja, das weiß ich schon, sagte er. Ja, aber bitte lass mich zum Schluss reden. Ich möchte alle diese Mal, wenn ich Isolde gesungen habe, vergessen. Ich will von Null anfangen mit Ihnen. Oh ja, ja, das ist sehr nett, sagte er. Hat immer so gelacht mit den Schultern und glaubte mir nicht. Aber nach ein paar Stunden hat er schon verstanden, dass ich ernst meinte. Und das war eine wunderschöne Zeit. Er hat die Rolle für mich zugeschnitten. Das habe ich gesungen. Er schwur mit 1000 Eiden mir ewigen Dank und Treue. Und ich war nicht dramatisch genug, fühlte er, sagte, denken Sie an einen gebrochenen Vertrag. Er schwur mit 1000 Dollar mir ewigen Dank und Treue. Nur für 1000 Dollar kann ich mich nicht aufregen. Und das hat ihn so gut gepasst. Und Wolfgang Wingersen war jung und wunderbar. Und mit ihm habe ich also wirklich, er war so zuverlässig und so. Also Tristan mit ihm zu singen war, ich glaube, wir haben Tristan zusammen gesungen ungefähr 90 Mal. Und wenn ich mit jemand anders gesungen habe, war es beinahe wie ein Ehebruch, habe ich das Gefühl, wenn ich jemand anders umarmen sollte. Wir waren miteinander so gewohnt, nicht wahr? Und so zuverlässig, sicher, geschmackvoll, nicht übertrieben, nicht also überspielend, sehr sauber und er beherrschte alles. In Bayreuth damals war es natürlich, also die besten Sänger durften da singen, keine andere. Jetzt ist es eine Werkstatt und da kann man natürlich machen, wie man will. Heutzutage, da kommen ja viele Anfänger und singen da vielleicht ein, zwei Mal und nie mehr irgendwo anders. Aber so war es nicht da. In Wieland Wagners Neuinszenierung des Ring 1965 singen Birgit Nilsson, Josef Greindl und Thomas Stewart das Racheterzett im zweiten Aufzug der Götterdämmerung. Fabelhafter Magier. Ja. Wunderbar. Aber Greindl konnte gehen mit so schweren Bewegungen in diesen Hagen herauszubringen, dass er nicht ganz normal war, irgendwie so ein Mischling. Das war immer sehr toll, was er Bewegung gemacht hat. Schöne Zeiten. Da hat man sich gefreut, ob man auf der Bühne war oder Zuhörer. Was auch damals schön in Bayreuth war, dass die ganze Ensemble war ja da für Monate, also ja, jeden Tag. Jetzt also macht man eine Probe, fährt weg und probiert oder singt irgendwo anders in ganzer Welt, ja, kommt zurück ein paar Tage und so weiter. Da ging man da. Ja, da hat man gelebt, geschlafen, gegessen, Wagner. Und Hausfrauen gehabt. Ja. Ja. Die Hausfrauen, die Frau Nöcker, die war stolz, wenn bei ihr immer die Isolde oder die Brünnhilde abgestiegen ist. Ja. Da hat man die ganze, das war so eine kleine Wohnung. Der Hotter hat einmal in der Badewanne gebadet, die Begum benutzt hat auch. Oh. Fantastisch. Ich durfte in meiner Wohnung nur jeden Freitag baden. Sonst war das Wasser kalt. Das Freitagabend, da musste man die ganze Woche Dreck von Bühnen also wegwaschen. Dann musste man warten bis nächsten Freitag. Im Reichsadler, da hat man ja oft gegessen. Ja. Man hat sehr gut gegessen. Und
Astrid war ja so ein großer Star, nicht wahr? Und plötzlich eines Tages kam ich im Restaurant und das Menü war ja ungefähr dasselbe immer. Aber plötzlich sah ich also Omelette à la Varnay. Ah, sagte ich. Was ist Omelette à la Varnay? Das ist ein Omelette mit wilden Himbeeren. Na, das muss ich natürlich haben, sagte ich. Und da kam diese Karotte oder was ist dieses Teller drin, drei und vor mir gesetzt. Und ich glaube, ich sah nicht richtig, weil plötzlich, das hat gekrabbelt überall, weil diese Himbeeren, die waren ja wild und das war so viel Würmer drin. Und ich habe natürlich eine kleine süßere Bemerkung gemacht. Am nächsten Tag gab es Rumpfsteak à la Nilsson. Aha. Das war die Strafe. Sind Sie beide gelegentlich miteinander auch vom Publikum verwechselt worden? Beim Wagner-Verein, das war ein großes Abendessen, beim freien Tag, ne? Und ich saß bei verschiedenen Tischen. Wir waren ungefähr 8 oder 10 Leute bei jedem Tisch. Und dann war ein Mann daneben, so quer rüber saß. Ach, Frau Warnay, sagt er zu mir, Sie sind so wunderbar. Also, Sie haben keine Ahnung, wie ich Sie bewundere. Sie sind so fantastisch. Und Ihre Brünnhilde und Ihre Isolde. Und ich meine, diese junge Nilsson, was hat sie zu tun? Das ist ja nichts. Verstehe nicht, was die Leute bei ihr finden. Verstehe das nicht. Nee, sagte ich, ich habe zugelächelt, etwas sauer, aber trotzdem. Ich habe ihm überhaupt nichts gesagt. Und er hat nur mir Komplimente gemacht, wieder und wieder und wieder. Plötzlich, endlich kam eine Frau von einem anderen Tisch und sagt, ach, Frau Nilsson, sagte sie, oh Gott. Danke vielmals für Ihre Isolde, Sie waren so wunderbar. Und ich glaube, dieser Mann wäre beinahe gestorben. Er wurde rot, er wurde blass und ich habe wirklich kein Mitgefühl gehabt mit ihm. Ich habe es so genossen. Ich fand das toll. Ich kann mir denken. Es war herrlich. Es ist ein Wunder, dass wir beide noch sprechen miteinander. Du hättest das mir entgegengehalten. Und damals habe ich kaum getraut, weil ich hatte solche Ehrfurcht. Also ich habe sie beide so bewundert. Sie stand nur da und hat sie angebetet. Ich habe auch früher die Generation, die vor uns war, sehr, sehr bewundert und respektiert. Und ich denke an Kirsten Flagstad, die war mein Idol damals und ist noch immer heute ein Idol. Und sie war auch Familienfreund. Als ich ein kleines Kind war, das noch nicht sprechen konnte, meine Mutter hat gesungen in Schweden und in Norwegen. Und die Flagstad damals war in Maskenball die Amelia und meine Mutter der Oscar. Und es gab nicht ein Kindermädchen alle Tage. Und sie wusste nicht, was mit dem kleinen Mädchen zu tun. Hat mich eingewickelt und hat gesagt, da ist doch der Schminktisch in der letzten Schublade unten. Könnte ich sie betten, dann fällt sie nicht raus. Und später hat sie mir gesagt, dieser Schminktisch war ein bisschen zu hoch und ging zu ihrer Kollegin. Und da war diese Schublade gerade richtig. Und man hat mich dort reingebettet und das war meine erste Begegnung mit Kirsten Flagstad. Und ich behaupte, vielleicht habe ich ein bisschen von diesem dramatischen Ton, während sie dort sang, eingesogen. Das ist nur ein Glaube. Ich kam dann nach Bayreuth und da waren zwei solche Brünnhilden und Isolde. Das erste, was ich gehört habe, war Isolde mit Astrid. Also diese Komplexe, was ich in Bayreuth hatte für sie zwei, sie haben keine Ahnung. Und meine Mutter saß da oben ganz im dritten Stock und hörte irgendjemand Wagner singen. Was weiß ich nicht mehr, das, was sie gesagt hat. Kommt so runter zu mir und sagt, jetzt habe ich eine Stimme gehört, die wird euch schwer zu schaffen machen. So sagen immer die Eltern, um ein eigenes Kind anzureißen. Nein, wirklich. Das hat meine Mutter wirklich gesagt. Sie haben in New York alle die Ringinszenierung der frühen 50er Jahre
noch erlebt und zum Teil auch noch gesungen. Das heißt, eine Inszenierung, die sich unendlich unterschied von dem, was in Bayreuth in den 50er Jahren passierte. Sie haben, glaube ich, das Pferd leibhaftig noch erlebt, dass es in der alten Welt noch gab. Mein Grane ist nur mit Zucker gegangen. Gell? Der hat genau gewusst, ich habe Zucker. Und die hohen Töne, die haben ihm gar nicht gepasst. Da hat er dann mit den Ohren geschlackert. Ach, das ist schön. An den Füßen hat er vier so Filzlatschen gehabt, damit er nicht so viel Lärm macht. Und bei Grane, mein Ross, sei mir gegrüßt. Und da bin ich halt hin, haben wir umarmt, dann hat er das erste Mal mit die Ohren geschlackert. Und dann habe ich ihn angesungen und dann war er eigentlich ganz nett. Und hinten habe ich meine Hand gehabt und da war Zucker drin. Und da hat er, den habe ich dann so langsam vor. Und dann hat er Zucker gefressen, das war auch. Aber im Auszug steht, sie schwingt sich auf ihr Ross und stürzt ins Feuer. Ja. Wir haben den zu zweit nicht von der Bühne runtergebracht. Ich habe dermaßen geschoben. Der Pfleger hat ihn hinaustransportiert. Und das habe ich da noch sechsmal gesungen. 57. Meine Debüt in Stockholm musste ich auch einen Gram haben. Und in alle Proben habe ich ihn mit Zucker gefüttert. Aber in der Premiere war ich so nervös, da habe ich keinen Zucker gehabt. Und ich bin auf die Bühne gekommen und er wollte Zucker haben. Und er hat mich so gebissen. Oh. Und ich musste die ganze Zeit herum mit ihm laufen, um ihn zu beschäftigen. Mein Mann, der ein Tierarzt ist, er saß auf der ersten Reihe. Er war weiß im Gesicht wie das. Er glaubte, wir würden im Orchestergraben landen. Er war so böse. Dieser Pferd. Aber das Einzige, was es war, musste ich laufen. Da war er beschäftigt und singen. Und dann raus, nicht wahr? Und am Ende war es eine große Begeisterung und einer stand mitten im Parkett und hat applaudiert und hat Küsse geworfen und so weiter und so weiter. Und wenn ich rauskam auf die Straße, wenn ich abgeschminkt war, stand er noch da. Ach, Frau Nilsson, Sie sind fantastisch, sagte er. Sagte. Ich freue mich sehr, dass meine Brünnhilde Ihnen so gut gefällt. Ja, Brünnhilde, aber ich habe nie in meinem Leben eine Frau gesehen, die ein Pferd so bemeistern kann wie Sie. Er war nur für das Pferd beeindruckt von mir. Was man alles mitmacht als Sänger, nicht? Nicht wahr? Ja. Sieht alles so schön aus. Ja. Ja, man weiß nicht, wie viel man investiert. Jedes Mal, wenn man rausgeht, kriegt man Ängste. Und wenn man es gut gemacht hat, wie hat die Lotte Lehmann gesagt, dreimal im Jahr ist man gut disponiert und da ist man nicht angesetzt. Und trotzdem glaube ich, keiner von uns wäre weggegangen von der Bühne. Das hat man in Kauf genommen. Nein. Hatten Sie Krisen, das heißt Schwierigkeiten technischer oder künstlerischer oder persönlicher Art mit Ihrem Beruf? Sagen wir es richtig, mit Stimmkrisen. Ich glaube, dass es gibt keinen Mensch, der Erfolg gemacht hat, der irgendwann keine Krise gemacht hat. Und wenn es nur eine ist. Und wenn die es nicht gemacht haben, entweder ist es ein großes Wunder oder die sagen eine Unwahrheit. Weil, besonders ich, wo ich anfing, sehr jung, mit 23 Jahren, nach 3 Jahren fühlte ich etwas schwierig. Die Muskeln haben nicht, sagen wir, sich so entwickelt, kräftig, konditionsmäßig, wie die Stimme, die wollte raus. Das ist so, wie wenn man platzt aus einem Ei. Und ich musste das ausbalancieren. Und ich glaube, jeder macht das durch irgendwas in der Richtung. Auch wenn man gesungen hat, wo man krank war und etwas ist schief gegangen, dann kriegt man einen furchtbaren Komplex, bis man drüber die Sache wiederkommt. Jeder in einer anderen Art? Sicher. Du sagst eben, dass es am Anfang war, mal. Ja. Ich behaupte, bei mir war es immer. Ja. Wie war es bei Ihnen? Es war 54, ich kam nach Bayreuth und sollte Elsa singen und auch Ochtor in der Walküre. Und es war sehr kalt und hat geregnet und ich war etwas erkältet. Astrid war auch erkältet, aber sie war ja sehr berühmt da und sie konnte herumgehen mit "Ich darf nicht reden" mit einem großen Schild. Ich traute mich nicht, weil ich war ja da zum ersten Mal und hat nicht
also flüstern mich getraut, dass ich erkältet war. Und ich habe gesungen, gesungen, gesungen. Und 3 Tage bevor der Generalprobe von Lohengrin wachte ich auf und wollte sagen, grüß Gott. Die Mittellage hat überhaupt nichts funktioniert. War weg. Völlig weg. Es war wie Jodeln. Und mir da traf der Schlag. Und ich dachte, ich traue mich nicht, dem Wolfgang das zu sagen, da lässt er mich nicht singen, sondern ich gehe mit kaltem Kopf in der Generalprobe und das, ich singe, solange ich kann. Aber kurz vorher habe ich meine eigene Technik gefunden, weil ich war in Brüssel, auch mit Erkältung und sollte Verdi Requiem singen und war heißer. Da habe ich mich eingeschlossen und habe wirklich diese Kombination zwischen der Luft und diesem hohen Sitz da vorne im Kopf. Und ich ging zu der Generalprobe. Ich sang die ganze Probe, und wenn die Probe fertig war, habe ich mich gesund gesungen. Ich weiß es noch, wie schrecklich das war, wenn es überhaupt kein Ton kam. Soll ich von oben, soll ich von unten? Und wie ich das machte, war es ein Loch. Aber ich habe es wirklich geheilt mit einem ganz kalten, klugen Kopf. Und dann in der Premiere waren noch ein paar Tage dazwischen und es ging gut alles. Gesungen? Ja, das kann ich ganz einfach antworten. Das ist dein Fehler. Weil wenn ich dich also 54 als Elsa gesungen habe und du hast Ortrud gesungen, da habe ich mich nie mehr getraut, also Ortrud anzurühren. Und sie war so fabelhaft. Also das war so fantastisch. Und Wieland hat mich dann gefragt für Angebote in Ortrud. Da habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Später habe ich versucht, aber da merkte ich, es war nicht gut für meine Stimme. Das hat die Tessitur oder die Ruhelage für meine Stimme war zu tief geordnet. Und ich fing an, das im zweiten Akt zu singen und plötzlich wurde die Höhe war nicht mehr so gut. Komisch, war eigentlich, dass alle Leute sagten, ich war ein Mezzo, wenn ich angefangen. Ich war dunkler, aber dann ist die Stimme gestiegen. Und man kann natürlich nicht eine Gummiband so viel wie man will dehnen. Der bricht dann auf der Mitte. Und so habe ich das Gefühl gehabt, dass es wird so mit meiner Stimme, wenn ich... Darum war auch Wagner so gut für Sie. Ja. Weil die Höhe da war und diese Tiefe, dass Sie sogar für ein Mezzo gegolten haben. Beide Sängerinnen, muss ich sagen, beide, haben es genau den richtigen Umfang für... Und zwar den richtigen Umfang, nicht, dass man die Höhe auch bringt. Man bringt es und wird nicht einmal kaputt, aber es ist nicht die Höhe oder genauso die Tiefe. Aber beide Sängerinnen haben, ich möchte fast sagen, als einzige, was ich je gehört habe, die Höhe und die Tiefe, die bei Wagner wichtig ist. Aber viele, viele Sängerinnen aus Brünnhilde und Isolde sind eigentlich von Mezzofach. Sie machen es. Nehmen Sie mich. Ich bin aus dem Mezzo gekommen. Ich habe in meiner guten Zeit habe ich jedes C gesungen, was da drin war. Aber das war nicht das C von Ihnen, wissen Sie zum Beispiel? Nein, das war von Martha Möhl, aber es genügt. Also 51 ist eröffnet worden, Bayreuth, und 62, 63 habe ich
Wagner, große Wagner-Partien aufgehört zu singen. Weil ich gedacht habe, es geht halt nicht mehr. Wenn es nicht hundertprozentig geht, soll man es gleich lassen. Nicht? Aber das ist leichter gesagt. Was wollte ich machen? Also ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe die Amme gesungen, ich habe die Küsterin gesungen. Aber auch das hatte bald ein Ende. Und dann die Glütennester. Das ging natürlich länger, das liegt am Stück, nicht wahr? Als es mir nicht gelungen war, dauernd den Heuertohof von der Brünnhilde zu liefern. Das heißt, ich habe es gesungen, aber nicht zu meiner Satisfaktion, wenn man so will, habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich möchte in dem Charakterfach. Ich war schon als Herodias drin. Herodias kann eine Sopran singen, gerade sowohl wie ein Mezzo. Und die Tiefe bei mir wuchs. Also ich fand meinen Weg, vielleicht ist die Ortrud der Samen gewesen für diese Rollen, weil meistens waren skurrile oder bösartig oder, was heißt bösartig, das waren Menschen, die Menschen ausgeplündert haben, sozusagen. Und so schlich ich herein in einer zweiten Karriere. Jenufa, die Rolle der Küsterin, ist auch so Zwischending zwischen Sopran und Mezzosopran. Und ich fühlte mich gut in dieser Rolle. Man hat auch einen Film gemacht davon. Und da hat der Kubelik dirigiert. Und ich fand mich sehr glücklich darin, weil, wie gesagt, man war auf der Bühne, man hat gesungen, es war Klassisches. Mit der sogenannten modernen Musik, die übermodern war, konnte ich nicht viel anfangen. Ich konnte mir nicht einprägen die Töne. Da muss ich dich bewundern, dass du das machen konntest. Ich will sagen, alle habe ich auch nicht richtig gesungen. Aber es war doch so, dass die Komponisten meistens bei der Uraufführung gesagt haben, wie sie die Töne alle treffen, die Komponisten selber. Das ist schön. Da muss man zufrieden sein. Eine moderne Oper gesungen, zwei, drei, immer mehr. Mhm. Dass ich endlich gemerkt habe, dass die Musik auch zu diesen Opern, was wir unter moderner Musik verstehen, wirklich gehört. Dass das wirklich der Text darunter passt und der Text darüber passt. Es ging mir ein Knopf auf mit einem Wort. Ich will nicht sagen, dass ich die moderne Musik absolut liebe. Von Liebe kann keine Rede sein, denn mein Wagner bleibt ewig der Mittelpunkt. Später nochmal bin ich zur alten Musik zurück und habe Pick-Dame gemacht. Das wurde das wirklich eine ganz große Säule in meinem Leben. Das habe ich zuletzt an der Wiener Staatsoper 1992 gemacht mit Osawa und alte Wiener Philharmoniker, Atlanta, Vreni, mit einer tollen Besetzung. Und das habe ich dann da an dieser Stelle aufgehört, weil ich mir gesagt habe, so gut kriege ich es nie wieder, an keinem Theater. In Bayreuth zum Beispiel, wenn Wolfgang Wingersen aufhörte 1970, da dachte ich, jetzt ist es Zeit für dich, hier aufzuhören. Lieber ein paar Jahre zu früh oder als ein paar Jahre zu spät. Ich habe erst
nach unserem letzten Tristan, weil Wolfgang hat ein öffentliches Abschiedsvorstellung gehabt, Wolfgang Wingersen, und dadurch er seine öffentliche Abschiedsvorstellung, habe ich nicht gesagt, habe ich kein Mensch gesagt, dass es auch meine letzte Vorstellung war, sondern ich konnte nicht verkraften eine öffentliche Abschiedsvorstellung. Ich habe einmal, wenn ich ganz jung war, eine ältere Kollegin gesehen und gehört, sie hat die Brunhilde in Walküre gesungen in Stockholm und ich habe den ganzen Abend geheult. Ich fand das so traurig, es war wie eine Beerdigung und deswegen habe ich meine allerletzte Vorstellung in Wien abgesagt. Ich hatte 82 zwei Frauen im Schatten und das war ungefähr mit 10 oder 12 Tagen Zwischenraum und alle wussten dann, dass als die letzte Frau im Schatten wäre meine letzte Vorstellung. Und ich weiß, die Wiener sind ja so nett und so wunderbar, aber die sind etwas übersentimental, kosten das vielleicht zu viel aus. Und ich dachte, ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht. Und nach meiner ersten Frau ohne Schatten, von diesen beiden zwei in Wien, das war mit Hochstein, ging wunderbar. Und dann habe ich Elektra in Frankfurt gesungen. Und wenn der Elektra vorüber war, sagte ich so, das war meine letzte Vorstellung. Jemand hörte was und sagte, ja, Sie singen noch in Wien. Nein, das werde ich absagen. Und das habe ich geschrieben. Ich habe ein so lange Liebesverhältnis mit der Wiener Oper gehabt. Und ich kann nicht Adieu sagen. Ich möchte lieber auf Wiedersehen. Und ich konnte. Also, das war meine Art. Einige Leute haben mich nicht verstanden und andere Leute haben mich verstanden. Das ist, aber ich war damit restlos zufrieden und glücklich. So habe ich eigentlich aufgehört. Seit wann unterrichten Sie? Ich glaube, das war seit 83. Das war. Und ich wollte überhaupt nie unterrichten. Ich dachte, um Gottes Willen, nein, ich kann das nicht. Und so eine Verantwortung. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man einen schlechten Lehrer hat. Das habe ich selber erfahren. Und ich dachte, das tue ich nicht. Aber ich habe einen Ehrendoktortitel in Manhattan School bekommen. Und irgendwie habe ich mich schuldig gefühlt, dass ich sollte eine Masterklasse geben. Und ich habe dort jedes Jahr in 10 Jahren eine Masterklasse gegeben. Und das ging mit der Zeit sehr gut. Aber die erste Klasse war furchtbar. Ich war viel mehr nervös als bei meinem Debüt an der Metropolitan. Es war schrecklich. Ich habe wirklich gezittert. Ich bin sehr dafür, also die technische Sache erst zu erklären, wie man singen soll eigentlich und wie das alles funktioniert. Weil ich sage immer, ich backe das Kuchen, bevor ich es dekoriere. Mit Interpretation und Ausdruck und alles, was man sagt, das kommt, das ist natürlich genauso wichtig. Aber man muss erst ein richtiges Instrument ein Instrument zu haben, wo man spielen kann. Da habe ich selber sehr viel nachgedacht und sehr viel mich gezwungen, in diese Richtung zu denken, wie man die Stimmbänder schont und wie man den Ton produziert, ohne dass man sich hier kaputt macht. Und das ist natürlich für mich, sind es nur eigentlich zwei Polen, die sehr wichtig ist, die Stütze, die Luft, wo der Ton den Ton trägt und diese Resonanzzimmern, was wir hier in unserem Vorderkörper haben. Weil ich meine, das ist unser Violinkasten, das ist unser Flügel, also hier muss der Ton klingen. Und dann, um die Stimmbänder so locker und so viel befreien wie möglich. Das finde ich das Idealste. Wenn man das hat, wenn man das lernen kann und mit einer tiefen Stütze, so tief wie möglich. Man singt natürlich mit dem ganzen Körper, aber man muss wissen, wie das funktioniert und wie man das macht. Das hilft sehr. Da kann man sich mehr frei fühlen und dann ist es leichter zu interpretieren. Statt zu sagen, oh mein Gott, wie mache ich diesen Ton? So oder so. Oder wenn man Schwierigkeiten bekommt. Ich habe beides mitgemacht, deswegen
denke ich daran. Und solange ich so viel Kummer mit meiner Stimme hatte, konnte ich mich nicht frei machen, also schauspielerisch. Ich war sehr steif und sehr gebunden, weil ich war nicht frei mit der Stimme. Ich habe am Lehren kein Interesse. Ich möchte lieber so kleine Rollen singen, bis ich sterbe. Bloß keinen Unterricht geben. Also bitte, das ist mein Fehler, das weiß ich. Gell? Aber ich wusste nicht, wie ich singe. Darum bin ich auch Gefahren ausgesetzt gewesen. Also wie will ich jetzt das dem Schüler beibringen? Wenn du den Ausdruck von einem Stück jemandem beibringen könntest, das würdest du lehren können, oder nicht? Den Ausdruck könnte ich wohl, das glaube ich, glaubt mir jeder. Aber ob das heute noch eine Frage wäre bei diesen Bühnen, bei diesen Regisseuren, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal, ich singe Fidelio. Ich will jemandem Fidelio beibringen, nicht? Ja. Und dann sage ich, da leuchtet mir ein Farbenbogen und mach so, da würde der Regisseur sagen, nehmen Sie bloß den Arm nicht hoch, das ist also völlig falsch. Sie müssen sagen, da leuchtet mir ein Farbenbogen oder irgend sowas. Sie müssen auf den Boden krabbeln. Oder am Boden krabbeln dazu. Wie soll ich da einen Unterricht draus machen? Man kann. Wie arbeiten Sie mit jungen Sängerinnen und Sängern, die zu Ihnen kommen, um stimmdramatisch zu arbeiten? Ich habe immer behauptet, man kann meine Hände binden hinter meinem Rücken und ich kann noch immer Ausdruck geben. Also es ist in hauptsächliche, meine Tätigkeit ist hauptsächlich, denen die Darstellerin der Sache zu geben. Das lehre ich diese jungen Leute. Die kommen zu uns, indem sie schon ihre Technik sollten schon beherrschen. Natürlich, mit der Technik ist es so eine Sache, ich glaube, bis zum Ende seines Lebens arbeitet man mit der Technik. Ihr werdet mir das zugeben, dass man immer sucht. Und ein sehr großer Kollege hat mir einmal gesagt, jetzt, wo ich es weiß, bin ich zu alt. Also es passiert auch das. Und was ich möchte, ist, dass die Leute von sich aus, jeder soll anders sein, obwohl er dieselbe oder sie dieselbe Sache singt. Und es ist faszinierend zu sehen, wie jeder es anders interpretiert. Und diese Interpretation möchte ich herausholen von den Studenten, nicht meine Interpretation auf denen zwingen oder stempeln. In anderen Worten, ich studiere die Leute, was sie in sich haben. Ich muss deren Vertrauen langsam kriegen, weil wenn ich zu jemandem gehe, muss ich auch dieser Person vertrauen. Was ich gelernt habe, möchte ich nicht verlieren. Und dann versuche ich, indem ich sage, so, mach es, wie du es bisher gelernt hast. Und dann versuch, was ich dir vorgeschlagen habe. Und sehen, was dir leichter ist und was dir interessanter ist. Und es ist mir auch gelungen, dass derjenige dann sagt plötzlich, kann ich es einen anderen Weg machen? Sag ich, das tust du. Und dann weiß ich, den habe ich gefangen. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil die sind stimmlich schon vorbereitet. Und die Persönlichkeit und der Scheu von einem Mensch wegzunehmen, ist eine sehr schöne Sache. Ich habe in Düsseldorf für eine Weile gelehrt und wusste nicht, ob ich lehren kann. Und da war ein junger Mann, das muss ich erzählen, weil es war der größte Gewinn meines Lebens. Der hat Lieder gesungen. Und bei Liebeslieder war er irgendwie unglaublich scheu. Er hat sich gewunden. Er wusste überhaupt nicht, wie jemanden Liebe vorzutragen. Dann bin ich auf eine blöde Idee gekommen, aber Gott gegeben. Ich habe gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Sagt ein Steak. Sage ich, rar oder durch, nur das ist egal, aber ein guter Rindersteak. Sage ich, könntest du denken, dieses Liebeslied, dass du denkst von einem Rindersteak, wunderbar gewürzt, mit Kräutern, gegrillt, gerade wie du liebst, und mit Pommes frites oder sowas ähnliches. Ich sage Ihnen, der hat ein Liebeslied gesungen, ich wünschte, ich wäre der Steak gewesen. Wie Frau Warnay haben Sie auch ein Buch geschrieben? Mit Ihren Erinnerungen. Habe ich ja. Auf einer alten Maschine mit zwei Fingern. Und das Buch hat 380 Seiten. So, es war sehr viel Arbeit. Ich schrieb am besten zwischen 10 Uhr abends bis 2 Uhr morgens. Da war es überall, also ruhig. Kein Telefon.
Kein Telefon, überhaupt nichts hat gestört. Aber wenn ich dann ins Bett ging, ich hatte so ein Herzklopfen. Ich habe wieder alles so drin in meiner Karriere. Es war wirklich toll. Also ich habe gesungen, bevor ich gehen konnte. Ich bin als Bauernmädel geboren, nicht wahr? Aber sechs Jahre wurde ich entdeckt von einem Schullehrer. Ich sollte auf dem Weihnachtsfest singen da. Und meine Mutter hat mir also sehr schöne Kinderlieder beigebracht. Und ich bin aufgestiegen auf den Stuhl und habe angefangen zu singen. Und das war sehr nett. Das Publikum hat so applaudiert. Aber ich dachte, etwas mehr hätten sie doch applaudieren können. So, ich habe Repertoire gewechselt. Ich habe ein paar sehr gewagte Lieder gelernt von unseren Arbeitern im Hof. Und die habe ich gesungen. Und das Publikum hat gelacht und hat applaudiert. Und ich dachte, sowas soll man machen. Jetzt weiß ich, wie ich das Publikum... Aber wenn wir nach Hause kamen, hat meine Mutter also mich wirklich gesagt, das war das erste und letzte Mal, ich lasse nicht auftreten. So mit sechs Jahren war ich Hofsängerin. Mein Buch war auf der Bestsellerliste in Schweden 5 Monate. Es hat einen Preis für Humor bekommen auch. Nicht? Ja, das traut ich mich nicht zu sagen. Ja, es sind sehr viel, glaube ich, Humor drin, finde ich. Ich habe manchmal ziemlich geflucht, dass man mich beeinflusst hat, ein Buch zu schreiben, weil Schriftsteller und ich, wir haben 3,5 Jahre daran gearbeitet, aber nur am Wochenende. Es ist nicht nur über meine Karriere, es hat auch zu tun mit Geschichte von der Welt. Pearl Harbor war mein allererster Debüt. Also da hat die Geschichte gespielt eine große Rolle in meiner Karriere. Und dieser erste Auftritt dort? Der erste Auftritt, das natürlich ist eine Sache, die unglaublich ist. Am 6. Dezember, der Tag vor Pearl Harbor, hatte Lotte Lehmann abgesagt, sie hätte Sieglinde singen sollen. Und da hat der Johnson mich herausgeworfen und ich musste die Sieglinde singen am 6. Dezember mit, ich weiß nicht wie viele Millionen, die es an der Matinee gehört haben. Also in der Radioübertragung. Radioübertragung. Mhm. Also, wenn man jung ist, dann hat man den Mantel des Einspringers und ich wusste nicht, wie wichtig, ich habe nur gedacht, ja, singen kann ich, aber wie werde ich agieren? Und das war mein Debüt an der Metropolitan. Und 6 Tage später sagt mir doch die Helen Traubel ab und ich musste Brünnhilde singen. Oh, okay. Das sind die Sensationen. Und da kam natürlich das Ernst des Lebens. Aber du hast wirklich auf der Höhe angefangen. Ja, aber ich musste zahlen trotzdem. Zu dieser Zeit habe ich Kartoffeln gepflückt auf dem Lande. Aber Birgit, ich muss dir sagen, ich musste dann auch langsam einarbeiten, weil diese Sensationssache ist eine Sache. Aber die Stimme wuchs und die Muskulatur musste nachwachsen. Ich habe meine Erfahrungen durchmachen müssen, bis ich so weit war, wo ich sicher war auf der Bühne. In unseren Gesprächen hat ja das Wort Glück und Glücksfall immer wieder eine Rolle gespielt. Und wenn ich Ihnen Glück zugehört muss man haben in diesem Beruf. Wenn man kein Glück hat, das spielt, ich meine, das muss man wirklich haben. Also dass Sie auch Ihr Leben und Ihr Beruf als einen Glücksfall empfinden. Ja, das war mein Eindruck Glück, in unserem Gespräch. Absolut. Glück kann aber nur kommen, wenn man dann bereit ist. Man muss schon hart arbeiten für diese Karriere. Wie ich zum Theater kam, da war also Krieg. Es war gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und trotzdem hat mir das Schicksal ein Glück nach dem anderen in den Weg geschmissen. Ja.